Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal ein ganz besonderes Video. Ich bin in der freien Natur. Ich hoffe, das Wetter spielt noch mit. Es hat vorhin etwas geregnet. Aber ich denke mal, das Wetter hält durch. Heute stelle ich euch die 3526 vor. Ein Siku-Baufahrzeug, das so auf den öffentlichen Straßen nicht fahren darf, weil es zu breit ist, zu groß ist. Und aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt nicht weiß. Wer es weiß, gerne unten in die Kommentare. In Tagebau auf Großbaustellen sieht man dieses Fahrzeug öfters mal rumfahren. Folgender Preis liegt hier bei einer Preisempfehlung von Siku bei 28 Euro. Ich habe dieses schöne Teil für 10 Euro bekommen. Leider fehlt ein Außenspiegel. Ich muss mal Siku anschreiben, ob sie für mich einen Außenspiegel haben. Dieses Fahrzeug ist ein echtes Baufahrzeug. Man kann es richtig gut beladen. Ich habe hier mal ein paar schöne Steine gesammelt, große Brocken. Hinten rein überhaupt gar kein Problem. Selbst eine Muschel habe ich hier gefunden. Bei uns im Osten, im tiefsten Osten, im tiefsten und schönsten Sachsen-Anhalt findet man Muscheln. So, und er hat überhaupt gar kein Problem damit, das wegzufahren. Man kann es auch wunderbar abkippen. Und da kommen wir nun zu den Funktionen. Also abkippen habt ihr gesehen. Dann hat das hier eine Lenkung. Und man kann es hin und her bewegen, das Hinterteil. Für unwegsames Gelände. Die Motorhaube lässt sich auch öffnen. Da kann man den Motor sehen, Reparaturen an dem Motor durchführen. Dieses Fahrzeug gibt es noch einmal in der John Deere-Ausführung und ich glaube sogar in der Volvo-Ausführung. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich finde dieses Fahrzeug richtig geil. Da macht das Spielen in der Natur richtig Spaß. Aber dieses Fahrzeug wird das erste und das letzte Mal in der freien Natur sein. Ich werde es nachher sauber machen und vielleicht noch die ein oder anderen Lackschäden beseitigen, da es ein gebrauchtes Modell ist. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es sehr gut. Ich wünsche mir viele Kommentare. Wenn es nicht gleich klappt, einen Moment warten und dann nochmal das Video anschauen und die Kommentare schreiben. Manchmal dauert es etwas, bis es freigeschalten wurde von mir. Da ich diese Videos immer extra Da muss ich irgendwas anklicken, damit das auch Kinder und Erwachsene sehen können. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Viele Daumen nach oben da lassen. Und viele Kommentare, empfehlt mich weiter. Und ja, das war's. Bis bald, euer Steffen. Tschüss. Halt, bevor ich vergessen habe, sagt mir mal bitte in die Kommentare, ob solche Art Videos euch auch gefallen. Da werde ich wohl oder übel mal später öfters mal solche machen. Und falls ihr mich unterstützen wollt mit Modellen, könnt ihr mich gerne kontaktieren über Instagram und die
Daten stehen unten in der Videobeschreibung drinne. Bis dann. Tschüss.